Hallo meine Freunde, ich möchte euch heute zu einer kleinen Rundreise um die Welt einladen. Wir besuchen heute mit euch die indische, die Schweizer, die französische, die russische und die japanische Botschaft. Viel Spaß, wir sprechen uns gleich nochmal. Bis dahin, Captain Dimitri over and out. Blinden- und Behindertenwerkstatt, hallo. Daljim, guten Tag, hallo. Herr Daljim? Daljim, ja? Ja. Wie kann ich Sie helfen? Ja. Ja? Herr Daljim, es geht um unsere blinden Jugendlichen. Sie sind hier in der Ausbildungswerkstatt der Blinden und körperlich Behinderten. Ausbildung. Wir wollten Sie fragen. Ja, wir sind eine Ausbildungswerkstatt für Blinde. Blinden? Na, für blinde Menschen, die nicht sehen können. Ja. Und wir wollten Sie fragen, ob jetzt zu den Abschlussprüfungen, die stehen ja jetzt wieder an, ob zu den Abschlussprüfungen einer unserer blinden Jugendlichen für Sie eine kleine Arbeit mit herstellen durfte, also etwas herstellen darf. Verstehen Sie nicht, ne? So gut. Ich muss das noch neu hier arbeiten. Können Sie Englisch sprechen, Madame? Nicht so viel, also so viel nicht, dass es zu erklären ist. So groß reicht mein Wortschatz nicht. Okay, dann soll ich Sie Vorzimmer von Botschafter geben? Indisch Botschafter? Ich in der indischen Botschaft bin ich? Ja, möchten Sie Herr Dr. Daljim sprechen? Nein, möchten wir nicht. Dankeschön. Ja. Dann ist das ein Fest, dass ich Sie dann hier eintragen kann, dass ich die sperren kann, ne, damit Sie nicht nochmal angerufen werden. Kein Problem, nichts passiert. In Ordnung? Mhm. Ja? Sie wollten nicht mit indischer Botschaft Telefon machen? Nein, okay. Wollten wir nicht. Ja, in Ordnung. Dann tut mir sehr leid, das konnte ich Sie nicht weiterhelfen. Ja, wissen Sie, na doch. Ich kann schlecht verstehen. Schlecht für Ja, also dann sprechen? Tut es mir leid. Nein, ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören. Auf Wiederholung. Hier ist euer Captain Dimitri. Bitte anschnallen, es geht gleich weiter. Herr Gilo? Gilo? Ja, Herr Gilo, das geht um unsere blinden Jugendlichen. Wir wollten Sie fragen, ob jetzt zu den Abschlussprüfungen einer unserer Jungs oder eines unserer blinden Mädels mal eine kleine Arbeit für Sie mit anfertigen dürfte. Also das handelt sich um die blinden Jugendlichen, die bei uns zum Besen- und Bürstenbinder und zur Weberin ausgebildet werden. Ich habe nicht ganz verstanden, ich bin erst seit wenigen Monaten in Deutschland. Sie möchten eine Arbeit können Sie bitte Blinde, sagen, Blinde. Genau, damit was passiert? Blinde, wir bilden blinde Jugendliche zum Besen- und Bürstenbinder und zur Weberin aus. Ui. Sie verstehen mich aber nicht so richtig. Ich kann sehr gut Deutsch verstehen, nur nicht sehr gut sprechen. Okay. Alles klar. Also dann sage ich nochmal, wir bilden blinde Jugendliche zum Besen- und Bürstenbinder und zur Weberin aus. Und wir wollten Sie fragen, ob jetzt zu den Abschlussprüfungen, jetzt stehen die Abschlussprüfungen ins Haus im September noch, ob zu den Prüfungen einer der blinden Jugendlichen etwas herstellen darf für Sie, von dem, was Sie über die 3 Jahre in der Ausbildungszeit erlernt haben, herzustellen. Herstellen Weil wir kämpfen im Moment hier Manufaktur? Herstellen, Manufaktur? Produzieren. Produzieren in Handarbeit. Also in Handarbeit. Nein, wir sind keine Manufaktur, wir sind eine Ausbildungswerkstatt. Training. Eine Ausbildung, aber Sie... Nein, nicht Training. Die Prüfungen stehen jetzt an. Für die Prüfungen kämpfen wir um kleine Aufträge. Ja. Weil die Blinden dürfen ja leider nur noch nach Auftrag arbeiten. Ich habe verstanden. Also erst wenn ein Auftrag vorhanden ist, dürfen die Blinden ja anfangen, etwas herzustellen. Und da wollten wir Sie fragen, ob einer der blinden Jugendlichen auch für Sie mal eine kleine Arbeit mit herstellen dürfte. Ich habe eine Frage. Ist Ihr Plan gewesen, anzurufen bei französischer Botschaft? Nee, bin ich in der französischen Botschaft? Wie ist mein Plan nicht gewesen. Ja, Entschuldigung. Nee, wollten wir nicht. In der französischen Botschaft wollten wir nicht anrufen. Ist nicht, mit Monsieur sprechen? Mit wem? Mit Monsieur Chancelant. Nein, unser Plan war nicht, in der französischen Botschaft anzurufen. Also ich weiß nicht, wie Ihre Telefon... Fehler gewesen? Das war ein Fehler. Ah, ich verstehe. Ganz bestimmt. Ne? Das also können kann wir, ich, das kann können ich wir ja Ihnen nicht machen. Nicht weiterhelfen? Weil wir arbeiten mit einem automatischen Anrufsystem. Ui. Ihr Kapitän bittet Sie wieder, Platz zu nehmen. Die Reise geht weiter. Hallo, schönen guten Tag von der Blinden- und körperlich Behindertenwerkstatt. Es geht um unsere blinden Jugendlichen, die wir ausbilden.
Wir kämpfen momentan händering um die Aufträge. Und ich wollte Sie mal ganz lieb fragen, unsere blinden Mädchen lernen ja weben und die Jungs das Besen und Bürstenbinden. Ob einmalig eins unserer blinden Jugendlichen eine kleine Arbeit für Sie mit herstellen darf, von dem, was Sie bei uns lernen. Hallo? Ja? Ja, sind Sie sicher, dass Sie hier richtig sind? Das ist hier die Schweizer Botschaft in Bern. Na, wir rufen einmal im Jahr im privaten Haushalt an Ja, und bitten um eine kleine Hilfe in Form eines. die Schweizer Botschaft ist aber kein privater Haushalt. Möchten Sie mit dem Botschafter Ach sprechen? so. Nee, dann haben wir uns verfehlt. Dann entschuldigen Sie. Ja, gerne, auf Wiederhören. Wiederhören. So, meine Freunde, die Hälfte haben wir geschafft. Packt eure Ferngläser aus, wir erreichen die nächste Sehenswürdigkeit. Hallo, schönen guten Tag von der Blinden- und körperlich Guten Behindertenwerkstatt. Tag. Hallo? Ja, guten Tag, hier ist Bagatot. Wie kann ich Ihnen helfen? Es geht um unsere blinden Jugendlichen, die wir ausbilden. Wir kämpfen um die Aufträge. Und Ja. dann wollte ich Sie mal ganz lieb fragen. Unsere blinden Mädchen lernen doch weben und die Jungs das Ja. Besen und Bürstenbinden. Ob einmalig ein blindes Mädchen oder Junge in Handarbeit für Sie eine kleine Arbeit mit herstellen darf, weil Sie nur nach Auftrag arbeiten dürfen. Ich befürchte, ich habe Sie nicht. Sie möchten Besen verkaufen? Ja, zum Beispiel. Oder vielleicht ein schönes Duschhandtuch oder ein Porté-Handtuch. Da soll ich Sie Abteilung für Einkauf geben. Nee, wenn Sie jetzt sagen, dass ein Mädchen eine kleine Webreihe von zwei Porté-Handtüchern weben darf, ne? Handtücher. Wäre das eine Hilfe von 65,80 €? Sie webt die, wird geprüft und nach den Prüfungen erhalten Sie die auf Rechnung. Das Handtuch für Toiletten oder dergleichen. Ja, genau. Ja, ist das, kann man das mit einem, wie sagt man, mit Motiv haben? Mit Bild drinnen, dass man das da rein macht. Was denn für eins? Und jetzt, weil der Botschafter hat in 3 Wochen Geburtstag und wir überlegen schon ganze Zeit, was können wir schenken. Und da dachten wir, können wir schenken, vielleicht spontan in Idee, ein Handtuch. Wie groß sind denn Handtücher? Welche Farben? Also das geht los vom Gästehandtuch bis zum Saunahandtuch, Sauna ist von immer der sehr Größe her. gut, weil das haben wir hier. Okay, Kann man da und schwarze Handtuch da haben nehmen? wir auch. Wie bitte? Kann man schwarze Handtuch nehmen? Ich schaue mal, ob bei den Saunahandtüchern schwarz ist. Ansonsten golden. Gold. Ansonsten Gold? Da. Ich gucke jetzt gerade. Wir haben aber auch nachtblaue Sternzeichenhandtücher. Ah, nein. Motiv wäre Die besser. lieber nicht. Da gibt es ein Frottee-Set Da. in Schwarz. Ne, da hat man Schwarz. dann ein, genau, das 1,40 mal 70 cm groß, Da. das Handtuch, ein normales Handtuch und ein Frottee-Waschhandschuh. Da. Und Das da kann gibt es in man Schwarz. dann diese Motive drucken lassen oder benähen lassen. Nee, bei uns nicht. Nie, ich habe gedacht, Sie können gleich machen. Ach so, nein, das machen wir Ah, nicht habe ich mehr. falsch verstanden oder falsch fragen? Ja, oder ich habe sie fest, ja, oder ich habe sie falsch verstanden. Und haben Sie eine Firma, wo kann das machen? In der Näherei, Da, haben beim Sie Schneider, bei Ihr in der. Firma? Haben Sie bei Ihr Firma? Nein. Blöd. Weil das wäre schön Wer gewesen, hat weil Geburtstag? der Ein Kind? Botschafter, der Botschafter. Ach, der Botschafter. Ja, Sie sind jetzt bei So, nee. Rezeptionen. Ach so, nee. Da. Das wäre ein schönes Ja, Geschenk das also gewesen Bestick. für seine Exzellenz Wladimir Heimedinger. Ja, Bestickung leider nicht. Da, blöd. Leider Das nicht. wäre sehr Das haben schade. wir mal gemacht. Das Ja, Wissen das Sie, machen wir leider nicht mehr. ich bin sehr neu bei Botschaft und die immer sagen, musst du sehr nett zu Kunden sein und ich möchte Sie nur Ratschlag geben, am besten nicht bei Botschaft Ja. Verkaufanruf machen. Wir hatten vorhin einen, der wollte Gewinnspiele machen, dann des Kollegen haben Ach, Regie. Bundeskriminalamt anrufen. Okay. Weil ist wohl nichts gut, wenn man das bei Botschaft macht. Aber ist erster Tag, will ich Nee, das, freundlich zu ich Menschen sehe das sein. vorher nicht. Ach Ja, ich so! sehe das vorher nicht. Ich dachte, Sie denken, rufen wir mal an bei Präsident Putin und fragen, möchte der kaufen? Nicht? Nein, ich sehe das vorher leider nicht. Ach, ist Das das wusste ich jetzt auch ist nicht. Problem mit Computer? Ja, das ist so ein Deiler.
Dial. Und er wählt das nur an. Bei Russland Ja, sind die und dann sehe ich das verboten. immer nicht. Ist bei Deutschland nicht verboten? Nee, einmal, wir dürfen einmal anrufen, immer zu den Prüfungen, wenn unsere blinden Mädchen und Jungs Prüfungen haben, Prüfung. dürfen wir im privaten Haushalt anrufen. Aber russische Botschaft ist Und nicht ich dachte, privater Haushalt. nein, ja, ich weiß jetzt, das weiß ich jetzt auch. Möchten Sie Visa Ne? beantragen? Deswegen, ja, nein, nein, Weil wir haben schon nein. bei Sibirien-Tal von Zerken. Vielleicht möchten Sie gucken. Nein, Nicht. Gott. Nein. Bitte entschuldigen Sie, ich dachte wirklich, es wäre ein privater Haushalt. Selbstverständlich. Ich wünsche schöne Wochenenden. Wünsche ich auch, Danke, auf Dankeschön. Wiederhören. Ihr seid hier immer noch da. Habt ihr noch nicht genug? Viel Spaß, es geht weiter. Hallo, schönen guten Tag von der Blinden- und körperlich Behindertenwerkstatt. Guten Tag, hier ist Hasagi. Wer ist da? Hasaki. Von wo? Aus Berlin. Berlin? Hi. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Es geht um unsere blinden Mädchen und Jungs, die wir ausbilden. Wir kämpfen um die Aufträge. Ja. Und da wollte ich fragen, ob einmalig eins unserer blinden Mädchen oder Jungs eine kleine Arbeit für Sie mit herstellen darf von dem, was sie lernen bei uns. Die Entschuldigen Jungs. Sie, junge Frau. Wollten Sie anrufen bei japanische Botschaft? Na, das weiß ich nicht. Das sehe ich vorher nicht. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Na, Sie können mir dann jetzt gar nicht helfen. Möchten Sie den Botschafter Hatsumoto-Kai sprechen? Ja, Sie können mich ja mal verbinden. Einen Moment bitte. Hasaki, guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Schneider hier. Hier ist Es ist Hasaki. nur Wie ver. kann ich Ihnen weiterhelfen? Sie können mir gar nicht helfen. Das wäre lieb, wenn Sie unsere Nummer aus Ihrem Telefon mal rausnehmen würden. Ich habe nicht verstanden. Was möchten Sie mir sagen? Nee, wir haben uns verwählt. Sie brauchen uns nicht mehr zurückrufen. Ne? Können Sie bitte wiederholen? Hallo, meine Freunde, willkommen zurück. Ich hoffe, die Reise hat euch gefallen. Ich möchte klarstellen, dass dieses Video kein Statement gegen die Hilfe für Blinde sein soll, sondern ein klares Statement gegen diese widerwärtigen Verkaufspraktiken am Telefon. Wie ihr gehört habt, wird auf einer ganz miesen emotionalen Schuldebene gearbeitet, um den Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen. Und wenn du das schlechte Gewissen hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du für 130 Euro, ja wirklich 130 Euro, einen Besenkopf kaufst, da ist nicht mal ein Besenstiel dabei. Wenn ihr blinden Menschen helfen wollt, finde ich geil, macht weiter, aber macht das am besten bei euch vor Ort. Sucht doch eine Werkstatt, wo ihr gucken könnt, da sind wirklich blinde Menschen, denen wird dort wirklich geholfen, denen geht es dort wirklich gut, die werden nicht ausgebeutet. Dann seid ihr mit eurer Hilfe am richtigen Punkt, aber bitte nicht am Telefon. Ihr wisst nie, was es ist, ihr wisst nie, wo das herkommt. Und Menschen, die auf solch einer emotionalen Ebene arbeiten, mit denen möchte ich persönlich keine Geschäfte machen. Vielen Dank.